Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf der Farm bzw. auf dem Hof, und zwar dem Vorhof. Hier zurück bei, wie hieß es? Die Hofgeschichten. Hofgeschichten, genau. Hofgeflüster. Hofgeflüster, genau. Wieder mit dabei der gute Brillibi und der Mene. Hallo zusammen. Moin. Ja. Genau, moin ist es auch, 7.40 Uhr. Auch heute das möchten Farmleben wir euch ruft. Das Let's Sleep hier präsentieren. Ein unserer Samen wurde von einem Raben geklaut, wie ihr hier seht. Woher willst du wissen, dass ein Rabe war? Das ist schon wieder Verleumdung. Weil ich es gesehen habe. Aha. Könnte eine Krähe gewesen sein. Könnte auch ein Wurm gewesen sein. Nein, es war ein Flugvieh. lass uns mal zum Wer sagt, dass Würmer nicht fliegen können? Schon wieder Verleumdung. Okay, dann lass uns zum Strand gehen. Ja, komm. Entweder oben rechts raus oder unten raus. Okay, rechts, gut. War ja klar, dass wenn der Brilli vorgeht, dass es wieder rechts lang geht. Hoppala, was soll das denn? Aber warte mal, lass mal lieber mich vorgehen, die Dorfbewohner. Wer weiß nicht, wie die darauf reagieren, auf so einen blauen Berg. Alter, ich bin Typ. Ja, noch schlimmer. Oh, da ist einer. Wer ist das? Penis. Hey. Vor allen Dingen, lass dir hier die Pflanzen stehen. Nein, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Was bist du denn, Shane? Shane. Shane on you. Ja, echt. Hier, guck mal, Quest. Was denn für Pflanzen? Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Quests. Wir haben doch noch Quests. Doch. Nee, da hier sieht man, wer Geburtstag hat oder was. Ein Eierfest gibt's hier. Guck mal, wir müssen sogar zwei Fische fangen. Das passt doch. Ich freue mich aufs Eierfest. Kommt ihr? Einfach nach Süden. Das Eierfest. Hör auf, die ganze Zeit jetzt alles zu spoilern, nur weil du das schon 100-mal durchgespielt hast. Wer? Ja, du. Du musst doch nur M drücken und dann siehst du, dass du nach Süden musst. Oi. Außerdem stand's ja in der Questbeschreibung drin. Boah, was bist du denn? Das ist... Hier sind Würmer. Katzine. Ja, ich bin jetzt in der Katzine, du Affe. Ach so, shit. Weißt du, das ist nämlich der Nachteil, wenn man... Ahoi, Bürschchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Du Landratte. Ja, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach dem ganzen Monat auf dem Salzkensee. War ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge guter Fische verkauft. Nicht? Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Eine neue Rute kann ich mir leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Ich will deine alte aber nicht. Die ist vielleicht geil. Die ist vielleicht gammelig. Mir ist es wichtig, dass du die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal etwas in meinem Lawn. Ah, daher weht der Wind. Angelt bei dir auch so ein hässlicher Typ mit Sonnenbrille? Ja. Nimm mal diese Touristen. Bambusstange. Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Wenn ich rede, habe ich ein Echo. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Menes-Hering ist 28 cm lang. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkaufst du dich bestimmt. Ich hoffe, einer von euch findet das Angeln geil, weil ich finde es übelst nervig. Ich finde es halt übelst laut hier irgendwie. Ja, richtig. Das ist typisch beim Angeln. Boah, wie lange ist denn diese Cutscene, ey? Nee, ich meine hier so, die Brandung war so laut. So, jetzt angeln wir erstmal eine Runde hier. Wie geht denn das? Wie war das Angeln nochmal? Ach ja. Also raus. Treffer! Direkt die erste... Ja, und dann, was musst du dann machen? Und dann musst du in diesem... Auf den Fisch. Genau. Boah, genau, das war so nervig, ey. Ja, das ist richtig nervig. Bäm, gefangen. Sardelle. 3 Zentimeter, nicht. Seht ihr das dann auch, oder was? Ja, aber ich verstehe das nicht mit dem Angeln. Mit der Maustaste. Du musst die linke Maustaste gedrückt halten oder loslassen, dann geht dieses Ding hoch oder runter. Ja. Ich hab's nicht geschafft, den zu fangen. Max! Nein, also ich spiele es ja mit dem Controller. Treffer! Wenn ich X mache, dann schmeißt er die Angel aus. Ja, und dann musst du warten, bis du einen Fisch beißt. Ja. Und dann kommt ein Minigame und das wird lustig. Ach so. Ich habe nämlich immer gedrückt, wenn es dieses Brrrt, Brrrt macht. Nee, das siehst du schon. Ja, genau, wenn es Brrrt macht. Und wieder eine Sardelle. Leck mich doch mit einer scheiß Sardelle jetzt. Wieder so Brrrt, Brrrt gemacht und jetzt passiert. Ja, dann musst du drücken. Ja, dann zieht er die Angel wieder rein. Ja, dann hast du einen Treffer. Hat's vielleicht. Ja, wenn er zu spät drückt, hat er keinen Treffer. Da kommt kein Minigame. Oder das Brrrt, Brrrt war bei mir. Nein, ich spür's ja auch, die Vibration. Vibration. Ach, Leute, ist das schön hier im Regen. Ja. Beiß mal an, du. Ah, jetzt Treffer. Man weiß aber gar nicht, ob du,
ob du kalt bist oder nicht. Oh, eine zerbrochene Brille habe ich. Alter, was geht denn hier, Rob, du? Was geht denn hier? Was geht denn hier? Komm, ah, bringt das irgendein, bringt das eigentlich irgendein Boni, das auf Max zu haben, oder ist es scheißegal? Was auf Max? Ach so. Geil. 3 Zentimeter Brilli, wir haben schon 6 zusammen. Also Zentimeter. Oh, schon wieder irgendein Treibholz. Ich muss mal nach hier auswerfen, vielleicht. Wir angeln jetzt die See leer. Jo, und den Stöpsel auch. Den angeln wir, oder was? Jo. Ey, ich angel nur noch so scheiße. Ditton. Boah, dieser Fisch ist so nervig, ey. Ich hasse das Minispiel, ich will nicht mehr angeln. So, jetzt machen wir 2 Folgen lang angeln. Ich kann es nicht. Ich bin weg. Ich verstehe es jetzt. Wie war das jetzt nochmal? Ich hab's ja gerade hingekriegt, aber was habe ich denn da gedrückt? Kann man die Fische auch bei uns in die Box tun, oder muss man mal zu Willi? Du kannst sie auch bei uns in die Box tun. Wir brauchen auch Fische. Jetzt. Für diese Aufgaben, die später kommen. Und was bedeutet die Schatztruhe? Da oben ist eine Schatztruhe im Minigame. Ja, das weiß ich nicht. Das ist neu. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich auch gerade, aber ich hab's nicht geschafft, sie zu öffnen. Komm, ich hol dich an Land. Ich hol dich an ein für dich unbekanntes Element. Komm her, du Fisch. Ich hab die geöffnet. Es passiert noch nichts. Es ist nichts passiert. Komm nur an Land. Man muss natürlich auch den Fisch fangen, wahrscheinlich. Jawohl. Ah! Komm schon, Fischi, Fischi, Fischi! 20 Zentimeter. Boah! 3? Nein, nicht wegschmeißen. Da, Schatz! Ich hab einen Schatz! Das sind 10 Köder, hab ich gekriegt. Holla. Sauber! Was machen die? Ja, Kohle. Kodieren. Gut. Kacke! Ich schmeiß da erstmal Gras ins Wasser hier. Ich hab jetzt den Stein weggeschmissen. Ich angel noch eine Runde. Bob Ross angelt gerne. So, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt auch mal zurück, weil ich hab, mein Inventar ist voll. Ich hab krasse Köder, was mache ich denn damit? Kann ich die mit der Angel verbinden? Bestimmt. Bestimmt. Ey, bleib, Lunge, bleib da, ich will da was in deinem Laden verkaufen. Der hat zu jetzt. Oh, der hat vor 10 Minuten zugemacht. Mach das Ding wieder auf, Willi! Ja, ahoi, es sind ein paar junge Leute ins Tal gekommen. Aber wirklich, 9 to 5, aber straight. Ja. Er ist ein straighter Typ, ja. Da kennen die nix, die Spielfiguren im Computerspiel. In Stardew Valley, was heißt das eigentlich? Sternentau, wa? Sewer. Komm. Wir werden fliegen. Ich zeig euch einen anderen Weg. Was zeigst du uns? Komm mal mit. Das geht's auch, hier geht's auch nach Hause. Na hus. Komm rein, Timmy, komm rein hier. Wir werden fliegen hier unten. Tiere kaufen und so. Ah ja. Fliegen werden wir. Okay. Kleiner Plot-Twist. Ah, hier unten, okay. Ah, falsches Instrument. Hast du versucht, mit der Angel den Baum zu fällen? Jawohl. Mit genug Hartnäckigkeit geht das auch. Genau. So, wann kann man denn hier eigentlich eine Vogelscheuche oder so bauen? Übrigens, liebe Leute, wir haben jetzt beschlossen, 2 Tage immer zu spielen pro Aufnahme. Jetzt hast du schon die Hälfte der Zuschauer verscheucht wahrscheinlich. Wieso? War es nur 2 Tage pro Folge? Oh nee, das ist mir zu wenig. Ich habe die Köder mal in die Kiste gelegt. Aruba. Premium, du. Und die Fische lege ich hier in die Kiste, oder was? Guck mal, wir haben so eine Quest, wo wir Fische brauchen, ne? Aber die hast du nicht angenommen. Ey, meine Fische sind aber weg. Teilen? Sind die jetzt hier drin? Kann ich das Inventar von dieser Kiste hier sehen? Hast du es in die große Kiste gepackt? Ja. Das ist zum Verkaufen, die Kiste. Da kannst du nichts sehen. Was da drin ist, ist weg. Okay. Das kriegt man direkt das Geld? Nee, ne? Nein, am nächsten Tag. Über Nacht. Das kriegst du dann in der Nacht. Ja. In der Nacht kommt der Zahn. Was ist denn mit den Geoden? Sollen wir am nächsten Tag oder heute nochmal dahin? Am nächsten Tag, weil der hat jetzt nicht mehr auf. Hat er noch auf? Nee. Hat er noch zu? Er hat zu. Der hat zu. Oh. Aber ehrlich gesagt würde ich das jetzt noch nicht machen bei so wenig Geld, weil das ist oft Sachen, die sich nicht lohnen. Und dann haben wir kein Geld mehr. Angel, du Knallkorb. Wir müssen das Geld demnächst mal für Kartoffeln oder sowas ausgeben. Irgendwas, was schnell wächst und Geld bringt. Weil, kann man denn hier ein Stack teilen? Geht sowas überhaupt? Leute, ich guck mal, wie das Wetter morgen wird. Jo, sag mal.
Willkommen bei Kosu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Jetzt ein kleiner Werbeblock. Leute, Euronix, Best of Electronics. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Nein, wir müssen gießen. Blöd. Aber die wachsen ganz schön langsam, die Teile, kann das sein? So, ich trinke jetzt erstmal ein Bierchen hier am Lagerfeuer. Na, jede Pflanze wächst unterschiedlich lang. Kann man den Fisch eigentlich braten oder muss man den so essen? Gute Frage. Nächste Frage. Also Hunger hat man noch nie, hat man da eigentlich überhaupt nicht, oder? Ja, aber man kann Energie davon kriegen. Steht ja dran. Ja. Wenn es zu braten geht, wird es bestimmt dann mehr Energie geben, könnte ich mir vorstellen. Energie. Na, oder er bringt mehr Geld, wenn man ihn verarbeitet. Ja, na, das auf jeden Fall. Also verarbeitete Dinge bringen immer mehr Geld als rohe Dinge. Ich bin schon mal im Bett, ne, weil ich bin leer, also energietechnisch. Gibt's keine Baumsamen? Ich habe 17, nee, aber Harz gibt's. Ja, Harz. Ja, massig Harz. Da steht nämlich doch, eine Flüssigkeit, die aus... Auch Ahorn. Ach ja, stimmt, Eicheln. Genau. Hier steht nämlich auch eine Flüssigkeit, die aus Bäumen gewonnen wird und minus 2 Energien Totenkopf daneben. Ja, aber aufheben, das können wir demnächst verarbeiten zu Dünger. Ja, natürlich hebe ich es auf. Ja, und außerdem kann man daraus Fackeln bauen. Ah, pass auf. Warte mal, ich mache jetzt mal hier, dass das mal ein bisschen schöner wird auch. Oh, jetzt kommt wieder Verschönerung. Zieh doch hier von der Hütte, von Menes Hütte hier einmal geradeaus runter. Nee, ich will ja gar keinen Weg. Ich will, dass wir auch mal hier und da wird jetzt mal ein Bäumchen gepflanzt. Zack, zack. Schönes Bäumchen da. Ich glaube, den Baum habe ich in der letzten Folge erst abgerissen, der da gewachsen ist. Pass auf, du. Den habe ich, du. Ich schwach dich kürzer, du. Schön, Wasserruf. Ist ja nicht genug, was von oben kommt. Nee, angießen am Pflanzen. Nehmen wir an. So, komm, dann gehen wir pennen, oder? War schon 24 Uhr da. Ein langer Tag neigt sich mal wieder dem Ende. Ein langer, arbeitsreicher Tag. Muss ich noch eine Stunde meinen Bart kämmen? Ach geil, wenn ich im Bett liege, während ihr noch arbeitet, erholt sich meine Energie trotzdem. Echt? Ja. Aber der Tag wechselt nicht, oder? Nee, der Tag wechselt nicht, erst wenn alle ins Bett gehen. Hier, 100 Gold. Boah. Wir müssen unbedingt mehr Pflanzen kaufen und anbauen, um Geld zu machen, weil wir brauchen richtig Schmotter. Also Mod, mir wusste, Schmotter. Ich kann gerne auch die... Also wann haben wir einen Hahn? Hey, Rabe! Hey, hau ab! Ah, Mist! Wir können aber ja auch gerne, was wollte ich denn gerade sagen? Achso, ich kann gerne die Fische, die ich habe, auch noch mit reinschmeißen. In die Kiste, dann machen wir noch ein bisschen mehr Geld. Wollt ihr mitkommen? Ja, wir gehen gleich alle zusammen, aber ich gieße jetzt erstmal hier die scheiß Blumen. Genau. Das sind keine Blumen, das sind... Das sind Blumen! Nein! Leute, wer ist hier? Ach ne, ich bin ja ein Typ. Pastinaken sind Blumen, alles klar. Kommt drauf an, wenn du lang genug wartest. So, komm, wir gehen jetzt die Geoden da kaufen. Halt, wo sind meine Geode? Ach, du hast ja dann zwei dabei, ne? Ich habe keine da rausgenommen. Echt nicht? Aber die Geoden, wenn man die aufknacken lässt, kostet das Geld. Ich sag euch, wir werden Geldprobleme kriegen, wenn wir nicht schaffen. Oh Gott, hör doch auf, immer zu spoilern, wir wollen spielen. Ja, und dann müssen wir von vorne anfangen, weil wir keine Kohle mehr haben. Doch, du hast meine Geode dabei. Ich hab die. Ah. Stila! So. Komm mal, Bob. Ja. Ich will auch gerne was über meinem Kopf tragen. Ja. Oh, nee, von wem? Da ist sie. Das Ei des Kolumbus. Wem habe ich nie jetzt bekommen? Sie sind so froh. Mit ihren Geoden rennen sie durch die City. Allahu Akbar. Du siehst wirklich ein bisschen so aus. Wer bist du denn, Hübsche? Penny. Erstmal zu Penny. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie dieser unseren eine Bibliothek zu haben. Geil, wenn du mit der redest, kann ich nicht mit der reden. Ist ja witzig. Ey, bleib stehen. Hier oben ist noch Alex. Alex? Ja. Bob, was sagt der? Du musst auch mit Penny reden. Du bist also der neue Typ. Cool. Ja, richtig cool. Bob mit Penny. Zu spät. Okay. Hier unten ist sie. Komm. Penny kam eben aus diesem verschlossenen Wohnwagen raus. Der gewisse Öffnungszeiten hat. Das ist seltsam. Ist das hier der Schmied? Hier war doch irgendwo der Schmied. Ja, über die Brücke und dann nach oben. Da. Stopp, Bob! Achso, ja genau, das ist der Geologe und da wollen wir her. Das Geoden-Bob. Hallo, willkommen im Sternentau-Taler Archäologiebüro. Der Gunther.
Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Minerale da draußen findest, kannst du es ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich will die scheiß Geode da loswerden da. Die kriegst du hier nicht los, Mann. Wieso nicht? Weil das Museum ist und nicht der Schmied. Der Schmied ist woanders. Komm mal mit. Aber hier fliegt ein Buch durch die Gegend. Komm mal mit. Da fehlt ein Buch. Hier. Ah, da fehlt ein Buch. Put, kommt raus. Komm, Süßen, komm. Ja. Hier oben. Guck mal. Wo ist meine Geode jetzt hin? Geben wir schön Geld aus. Naja, gut. Ey, Meister, neue Geoden da. Seufzt. Was haben wir jetzt hier? Die seufzt. Du sollst den scheiß Geoden nehmen. Du hast Clint heute bereits ein Geschenk gegeben, bitte? Ah! Ich hab dem Geode umsonst gegeben, oder was? Hoffentlich nicht. Ja, doch! Ich glaube, den gleichen Fehler habe ich auch gemacht. Du hast den auch über dem Kopf. Nein, ich hatte zwei! Oh, du Depp. Wie gebe ich dir denn? Ich habe hier den Typen auch anscheinend geschenkt. Anquatschen. Ja, ihr müsst den mit Rechtsklick anquatschen. Geode aufbrechen. Genau. 25, da labert der uns voll. Wir haben kein Geld mehr. Ja. Affenkopf. Ein Stapel von Plänen zum Metallbearbeiter. Zack, nämlich hier. Cholestin. Was? Wichtig. Was hab ich gekriegt? Eine Kupferhand kostet 2000. Was ist denn Cholestin? Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Jeder von uns muss die 2000, glaube ich, ausgeben. Was für 2000? 25? Du bist doch der Wissenschaftler hier von uns. Du musst doch wissen, was das ist. Nee, was Cholestin? Cholesterin, ja. Cholesterin, ja, aber... Ein Stapel von Plänen zum Metallverarbeiter. Mene, bist du schon wieder raus? Ich bin jetzt auf dem Weg wieder zur Farm. Ah ja. Ich gehe mal hier ins Museum und gebe dem das Cholestin, oder? Da ist er! Nee. Was ist das denn? Sequenz. Was? Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Und da kommt der geile Brilli um die Ecke hier. Ich hab Cholestin, mein lieber Freund. Hallo Mäuschen, wer bist du denn? Das ist Pam. Na gut, Pam sieht auch noch von hinten gut aus. Hey Kind, ich heiße Pam. Wieso bin ich ein Kind? Sieht so ein Kind aus? Mit so einem Bart? Die ist klar. Oh, ich bin jetzt ja gerade in so einem Supermarkt gelandet. Aber wir wollten es ja zusammen erkunden, haben wir gesagt, ne? Kannst du das jetzt mal nehmen, oder was? Warum haben wir eigentlich nur noch 300 Gold? Ich habe dir doch gerade gesagt, ich habe Geld ausgegeben. Wofür? Für Kartoffeln, habe ich auch vorher gesagt. Wir müssen Kartoffeln kaufen und anpflanzen. So hört ihr mir zu, das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber wir haben noch nicht gesagt, dass wir es jetzt auch machen. Okay, also hast du kein Vertrauen in den Stardew Valley Champ? Ey, ich habe immerhin bis zum ersten Herbst geschafft. Okay. Und dann habe ich... Zack, ich habe dem Museum was gespendet, ey. Cholestin. Super. Hey, wer bist denn du? Dann gebe ich meinen Celestine einfach mal zum Verkauf frei. Ich mir vorgestellt haben. Nee. Aber das ist okay, ich bin Jody. Alter, hier oben ist gerade hier voll die Party am Gange. Hier ist Caroline. Caroline ist mein. Hallo, du musst Zwiebelpeter sein, unser Neuankömmling. Ja, so sieht's aus. Ich bin Caroline. Und hier steht noch so eine Alte rum. Wer ist das denn da mit den krassen Haaren? Evelyn. Ich bin Sam, nett dich kennenzulernen. Sam. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Wer ist denn er mit dem Gemüse auf dem Kopf? Vincent, hier ist Vincent. Hui, Vincent, mein Name ist Vincent. Oh, Jody, Hallöchen. Ich nehme Heidi. Oh, das ist aber nett, Jody. Du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ich bin zumindest beruhigt, dass sie zu jedem das Gleiche sagt. Also, Jody ist schon meine dann, ne, würde ich sagen. Wieso? Hallo. Ja, die nehme ich mir, oder? Ich weiß schon, auf was die abfährt. Auf blaue Haut und Bart. Und Bart. Auf blaue Haut und braune Schenkelbürste. Ja, Biene mit Frauenbart, alles klar. Nee, das ist kein Frauenbart, das ist Kaiser Wilhelm, wie er lebt. Oh, jemand Fremdes, mein Name ist Vincent. Oh, hier ist einer aus dem Haus gekommen. Emily. Emily? Was? Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. TF. Halt mal dein Maul. Oh nee, die ist nicht mir. Wie gesagt, weißt du, Jody. Wenn du irgendeine Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Also Jody, wo wohnt Jody? Hier? Da gehe ich immer vorbei und bringe Geschenke.
Weißt du, er schmeißt jetzt sämtliche Sachen, die wir finden, für Jody raus. Lass Jody in Ruhe! Jody wird auf jeden Fall meine Frau. Er rennt da. Aber die hat ein bisschen O-Beine, ne? Ja, und? Naja, muss man nicht so weit spreizen, das gesamte Ding. Weißt du, er sieht aus wie Lumpine mit Bart und stellt Ansprüche. Ja, sicher. Ja, die absolut. Hat O-Beine. Das Selbstbewusstsein muss man haben. Auf jeden Fall. Ey, komm, wir machen eine Band auf, Zwiebel. Was denn? Eine Band. Ja, da kommt man nicht rein. Du bist nicht gut genug. Ach nee, mit Samba befreundet, okay. Oh, danke. Ich krieg dir gerade noch ein Bier gebracht. Dankeschön. Ich will auch noch ein Bier. Ja, ich auch. Zeugnis, Name Vincent, Lesen 3, Rechtschreibung 4, was? Mathe 3, Sozialkunde 2-, Kunst 2-, Sport 1. Vince ist ein guter Junge, aber es würde nicht schaden, wenn er mehr lernen würde. Naja, das soll er jetzt. Du bist der Hauslehrer, oder was? Oha. Also Moment mal, Jody wohnt hier, Sam wohnt hier und Vince. Das heißt, Jody ist mit Sam zusammen und hat ein Kind mit Sam? Anscheinend. Sag mal, Jody, stimmt das? Damit der nicht reden. Ja, komm, du, wenn du die jetzt gleich anfragen willst, ey, Milf oder gut. So, der Stillstand bei mir hat sich jetzt damit erklärt, dass ich mir erstmal ein Bier eingeschenkt habe. So. Weißbier for the win. Der ich gehe mal wieder zur Farm. Schlumpfine, da bin ich hinterher. Ich bin ein Typ! Ich bin erstmal ein Bier trinken. Also im Spiel. Bist du in der Kneipe oder was? Mhm. Ja, der macht ja, der spielt Solo. Ist okay. Ja, ihr habt ja nicht gesagt, wo ihr hin seid. Ja, du bist doch einfach weggegangen. Bleib halt bei uns. Was ist denn jetzt hier alles angepflanzt? Das mach ich jetzt einfach kaputt. Mach Brille, hör auf. Das ist blöd. Ich sehe uns schon neu anfangen. Nee, das ist mein Spruch. Ja, aber hier ist es, also... Hier, sag mal, was hast du da angepflanzt? Kartoffeln hast du gesagt und was ist das andere? Und Bohnen, weil Bohnen haben den Vorteil, im Gegensatz zu den meisten anderen Pflanzen, dass man sie mehrmals ernten kann. Man muss nur einmal kaufen und kann mehrmals ernten. Alle anderen Pflanzen halt, kann man hier angeln in dem Teich, ja? Na sicher, ich habe schon Zeitung rausgeholt. Aber wie ist denn das? Du kannst doch aber normalerweise, oder ist es da jetzt in dem... Zerbrochene CD. So, dir knallt's richtig in dem See. Zeug, was du erntest, auch wieder neu ansetzen kannst, oder nicht? Nee. Ach nee? Nee. Musst du immer neu kaufen. Ach, hier kann man nicht angeln, glaube ich. Das ist halt so... Also, das ist halt nicht zu unterschätzen. Es ist halt schon auch eine Wirtschaftssimulation. Also dann, ne, ist es doch dieses Monsanto-Saatgut, was wir hier nehmen müssen, ja? Ist ja Sauerei. Ja, das ist so. Obwohl, wir haben da jetzt einen Biologen dabei, der könnte doch eigentlich hier was machen. Ich könnte alles hier machen. Brilli, mach mal was. Ich habe Würmer gefunden. Ja? Ja. Smash. Genau. Lehm habe ich gekriegt. Lehm, sehr schön. Sieht aus wie ein Haufen Hasenkekel. Hat doch gerade jemand gegossen, wa? Sehr fleißig. Haben wir doch gemeinsam gemacht. Ich dachte, das musst du öfter am Tage machen. Nee, einmal am Tag. Außer wenn es regnet, dann gar nicht. Warum holzen wir nicht jetzt hier alles ab? Was ist das hier eigentlich? Weil wir das Holz brauchen. Erste Schritte, sag hallo, Archäologie. Gunther hat dich darum gebeten, neue Artefakte oder Minerale dem Museum zu spenden. Er meint, er würde dich ab und an mit seltenen Waren kompensieren. 250 Gold haben wir gekriegt. Sehr gut. Dankeschön, nice. Brilli. Dankeschön, Brilli. Tja, man sollte vielleicht doch mehr auf mich hören als auf Mene. Ja, jetzt hast du zumindest schon mal einen neuen Freund. Der mag dich bestimmt besonders. Der Gunther aus dem Museum. Der steht auf blaue Bärtige. Wie er jede Sekunde bereut, diesen Charakter gemacht hat. Quatsch. Ich bin ein Typ. Und ich hacke schneller Holz, als ihr denken könnt. Natürlich. So. Mit irgendwie musst du der kompensieren. Oh, ich muss ins Bett. Und Zwiebel, gehen wir noch in die Kneipe? Ja, ein bisschen Saft habe ich noch.
Ich lasse mich nicht provozieren, wir wollen ein entspannendes Spiel. Die macht doch zu, die Kneipe irgendwann auch, oder? Die hat doch bestimmt schon zu. Am 23. Uhr geht Kneipe zu, Alter. Doch, Mann, hier schon. Die haben doch sogar die Nuttenlust bis um 10 offen. Ich weiß nicht, hast du bei Pam mal geklingelt? Na, da stand irgendwie drauf, nur bis 20 Uhr. Ist das hier, die im Wohnwagen wohnt, oder was? Der Wohnwagen, Pam. Hm. Das ist eine Nutte, oder was? Ich glaube schon, also es wirkt so. Die ist durchweg alkoholisiert. Du musst das doch wissen. Keine deiner Ahnung. Familiengeschichte. Meine Familiengeschichte ist jetzt noch deine Familiengeschichte. It's getting late, kommt ins Bettchen. Meiner sagt auch. So, okay. Ich muss noch meine... Du sollst das Gras nicht wegmachen. Ey, Schlumpfine ist so ein richtig linke Ding. So, dann ist die Folge aber ja nach der Nacht zu Ende, ne? Ja, ist ja auch schon... Waren ja zwei Tage. Dann würde ich mal sagen, nachdem wir jetzt hier gleich am vierten Tag im Frühling Jahr 1 erfrischt und erholt aufgewacht sind und 70 Gold gekriegt haben von irgendwelchen Fischen. Geil. Nee, fünfter Tag ist es ja sogar schon. Ja, das ist jetzt der 5. und 6. in der nächsten Folge. Ja, genau. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für den Hahn, für diesen erfolgreichen Weckruf. Kommt ruhig raus, Jungs. Ja, lass mal den Schlaf aus den Augen kratzen, aus den blauen Augenhöhlen. Also, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Tschüss.